Hier sind eine ganze Reihe von Leuten zusammengekommen, vom CGDIS, von verschiedenen Ministerien, von der Defense, von der Armee, auch noch von der CRWL, an Etablissement Public, von Spedeler, von Institut de Recherche. Hier sind eine ganze Reihe von Leuten mit ganz verschiedenen Kompetenzen zusammengekommen, und die helfen auch heute, die Probleme zu lösen. An der Zellule Logistik, die an der Tutelle vom Ministerium der Santé, sind wir aufgeteilt auf verschiedene Gruppen. Die einen machen Kollekt von den Donnern, die rankommen, von den Spitälern, von den Maisons de Soins, von den verschiedenen Laboratoren. Die Bösmann, die sie haben, am Kader vom Coronavirus. Dann haben wir eine zweite Gruppe, die machen die Analyse von den Donnern, für Prospektionen zu machen und können zu antizipieren, und für dann noch zu gucken, was muss auf wen prioritär geliefert werden. Die dritte Gruppe, die wir haben, sind die, die Sachen dann effektiv noch bei uns liefern. Wir machen Gestion de l'Information, um wirklich zu gucken, dass jede Frage Besuchern, die rauskommen aus der Demokratie gedroht wird. Und dann natürlich brauchen wir auch Leute, die Sachen, die in Penurie vielleicht sind, für die zu bestellen. Das ist nun auch eine Branche Procurement. Nun heutzutage haben wir eine Zellule, wo wir den Flux d'Information gerieren. Ich muss eine funktionelle E-Mail-Adresse. Da schicken ganz viele Leute Aufrufe an für Material. Ich schicke auch viele Leute Aufrufe an für Material zu liefern. Und alles geht bei uns zentralisiert. Und wir machen dann Dispatching von den Informationen. Nous avons été appelés au niveau de la cellule logistique, mon collègue Paul Kronenberger et moi-même, Anne Vélande, qui faisons partie de CFM Multimodal, pour apporter tout notre soutien et apporter un renfort au niveau des livraisons et des transports du matériel nécessaire entre les différents établissements hospitaliers. Wir haben von Main nun recensieren wir an all den Spitälern, wie auch am Extra-Hospitalier, am Soinbereich, werden so ein Material der Protektion individuell brauchen. Wir recensieren aber nicht nur, was sie brauchen, wir recensieren hauptsächlich, was ihr Stock ist, aber was ihre Konsumation ist, was ihr Stich ist. Logistik ist die Basis von einer guten Krisengestion. Wir sind zu diesem Zeitpunkt ganz zufrieden und auch beeindruckt von der Rapidität, mit der Leute aus verschiedensten Administrationen sich halt zusammengefunden haben, um ein ganz effikant Erderweis mit der Situation umgehen und in kürzester Zeit zu einem flotten Team gesehen. So, Ihnen alle gute Merci.